Ich brauche mal wieder einen Spot auf Masse, wo man sich hinstellt, wo man einfach ein paar Fische rauszieht, wo man nicht lange überlegen muss, wie das Ganze funktioniert. Einfacher Köder, einfacher Spot, einfach ein paar Fische. Und dafür ist natürlich hier der Spot am Eimer immer wieder prädestiniert. Ja, auch einfache Fische gehen natürlich hier mit rein. Giebel und Karauschen sind natürlich auch mit dabei. Allerdings teste ich jetzt gerade nochmal extrem auf Frequenz. Bin also nochmal runtergegangen, habe einen 6er Haken nur genommen. 6er Haken, Maiskorn, ganz, ganz simpel, ganz klein. Und versuche jetzt hier einfach ein bisschen auf Masse zu gehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Klassischer Spot, Spotalden. Klassischer Spot am Kupfersee. Und zwar hier am Eimer. Wenn man mal nicht kann, dann kann man sich mal eben schön erleichtern zwischendurch. Und dann geht's weiter hier mit dem Angeln. Also, die Stelle ist natürlich bekannt. Was hier allerdings auch immer wieder gut reingeht, sind die F1. Und das wäre natürlich jetzt richtig nice, wenn man eben so einen schönen Massespot hat, der gleichzeitig dann eben auch noch die F1-Karpfen liefert, denn die bringen ganz gut Cash. Zusätzlich, gerade eben noch, ich stöber gerade noch so ein bisschen durch den Discord, da schreibt der Shady, dass er hier auch noch seine Kwolsdorski-Schleie gefangen hat. Das spornt mich natürlich noch mal mehr an. Also, Kwolsdorski-Schleie auf, was hat er geschrieben? 67, 59. Ja, also ein bisschen hier. Aber quasi die Ecke hier. Vielleicht soll ich doch ein bisschen weiter nach da rechts rüber werfen. Auf 9 Meter hat er geschrieben, mit dem 1-0er Haken. Übrigens alle Infos zu dem Shady, zu seiner Trophy, alles im Discord. Link zum Discord unterm Video. Und dann raus damit. Werfen wir mal so ein bisschen darüber. Nicht ganz so an die Spitze. Ich werfe meist hier vorne so an die letzte Seerose. Und jetzt geht es mal so ein bisschen mehr da so in die Mitte. So. Gerade auch kein Rodpot ausgepackt. Ganz simpel. Einfach nur mit den Feederrouten hier. Ziemlich basic einfach reingehen. Pop-up-Rig als Montage. Gucken wir gleich natürlich nochmal rein. Und zack, na guck, frisch ausgeworfen und es läuft. Ja, ich hoffe jetzt, wie gesagt, einfach auf ein bisschen Frequenz. Ich habe gerade schon wieder verschiedenste Spots und Gewässer getestet. Erste Schleie. Gutes Zeichen. Sehr gut. Nehmen wir doch gerne mit. So, wieder raus, auf die 8 Meter geklippt. Perfekt. Ja, so sieht es aus. 8 Minuten jetzt hier. Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Karausche, Giebel. Also, es fängt kunterbunt an. Nehme ich alles, wie gesagt, gerne mit. Mal gucken, haben wir Kaffeeaufträge? Ja, wir haben für einiges eben auch hier die Kaffeeaufträge. Mal gucken, was noch alles so kommt. Ich ziehe jetzt hier gleich einfach ein bisschen durch. Klassische Stelle fürs Wettangeln vielleicht auch. Könnten wir vielleicht heute Abend nochmal machen. Im Livestream ab 19 Uhr geht es ja wieder los. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht einfach ein bisschen auf Masse gehen. Wenn, ja, wenn denn das Wetter so bleibt. Wir sind gerade wieder in einer schönen Normalwetterphase. Ja, und dementsprechend müssen wir uns das natürlich jetzt hier ausnutzen. Nachher kommt noch ein bisschen Regen. Ja, das passt schon. Aber solange das Wetter halt gerade so ist, einfach mitnehmen. Wenn mir jetzt hier aufgrund vielleicht des kleinen Hakens zu viele Giebel und Karauschen reingehen, muss ich auf jeden Fall wieder zurück auf den 1er Haken. Der hat immer wieder funktioniert. Oder ich mache so ein Zwischending. 6er, 1er, richtig, 4er Haken. Könnte man natürlich auch noch machen, ne? So, mal eben kurz dran rumzubbeln und dann gucken wir gerade auch nochmal rein. So sieht's aufgebaut aus. Also ganz simpel hier, Feederroute, relativ groß sogar. Ich glaube, man könnte sogar deutlich kleiner auch reingehen vom Vorfach. Natürlich gehen wir hier braun rein vom Leadcore und vom Blei, also Lehm und Lehm, Clay und Clay-Farben, weil das eben der passende Untergrund wäre. Und dann, wie gesagt, hier mit einem 6er Haken gerade unterwegs, um so ein bisschen mehr nochmal auf Masse zu gehen. Einfach nur für den Spaß, dass man mal ein bisschen was rausballert. Schwarze Johannisbeere lila. Läuft gerade hervorragend. Übrigens auch am Bernsteinsee mal testen. Auch da geht das wieder ganz gut. Kann man also mal machen. So, das und das.
Dann gucken wir hier gerade nochmal rein. Ja, ist quasi genauso. Hier hatte ich auch noch nichts geändert. Nee, also alle drei nochmal so ausgerüstet. Und bei allen dreien eine Art Futtermische. Vielleicht habt ihr schon gesehen, da stand was dran mit Amur. Okay, nächste Schleie, sehr gut. Wir bleiben mal hier so. Ein bisschen mehr in der Area. Sehr gut. Futtermische ist jetzt gar nicht mal so sehr auf Schleie ausgelegt, da ich ja eher so ein bisschen mit dem F1 jetzt geliebäugelt habe. Amur Johannes. Und was bedeutet Amur? Amur bedeutet schon wieder eine andere Basis. Und zwar Hanf. Hanfmehl als Basis ist auch in der klassischen Graskarpfen-Futtermische mit drin, für die Amure eben. Und dementsprechend auch hier habe ich einfach mal eine alte Amur Johannes Futtermische genommen und es scheint zu funktionieren. Hier sind jetzt zweimal gemahlene, also geschredderte Crushed Boilies mit drin und eben die beiden Johannisbeere. Es ist also komplett schwarze Johannisbeere, beziehungsweise, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich doch noch eine andere Version. Jawollo! Einmal Crushed und noch einmal mit Maiskorn extra. Die wollte ich eigentlich haben. Wobei, das macht wahrscheinlich den Kohlaune jetzt nicht fett. Also das ist schon okay. Also, Maiskorn mit drin, weil ich bin ja hier die ganze Zeit mit Maiskorn aktiv. Ist da wegen einfach auch nochmal Maiskorn mit reinschmeißen. Warum denn nicht? So, und wenn wir jetzt hier aber gezielt auf die Schleie eher gehen, dann würde ich doch sagen, als Basis Mais. Mais als Basis, das Maiskorn mit rein, einmal einen Crushed Boily, ansonsten auch die schwarze Johannisbeere mit rein und dann sollte das doch schon so ganz gut abgehen. Ja, frequenzmäßig bin ich ganz zufrieden, da kann allerdings doch noch ein bisschen mehr gehen und vor allem größentechnisch darf da auch mehr gehen, aber das ist halt wieder der Spagat, ne? Kleine Haken, relativ kleiner oder ziemlich kleiner Köder und dementsprechend geht da natürlich die Masse, aber eben auch nicht unbedingt die Klasse. Also größentechnisch werden die dann halt ein bisschen kleiner sein. Ich teste allerdings noch ein bisschen weiter jetzt so in der Art, ob hier auch, wie gesagt, die F1 noch weiter gut reingehen. Es gab schon ein paar gute Meldungen. Und ja, offenbar ist die Schleie hier. Ich nehme das PVA mal runter. Ich will den Spot jetzt mal nicht so hart anfüttern. Da ist jetzt eh schon genug Futter drin. Und dann machen wir das mal. Na, warte mal, wir machen mal wieder auf die 8 Meter den Clip. Aber dann lasse ich das mal so ein bisschen ausklingen und teste das lieber nachher nochmal mit einer Futtermische, die sich nochmal mehr auf die Schleie konzentriert. Ja, ich meine, Hanf an sich ist für Schleie jetzt auch nicht so uninteressant. Aber Mais ist da schon der Main-Köder sozusagen und auch eine sehr, sehr gute Basis für die Schleie. Von daher auf jeden Fall, wenn man es abgesehen hat, auf die Kwolsdorfski gerne natürlich die gleiche Stelle nutzen, um hier gegebenenfalls eben auch nochmal mehr die Schleien zu triggern. Ja, sieht gut aus. Ich mache jetzt hier weiter. Frequenz ist okay. Wenn mir die jetzt alle hier zu klein sind, ja, wie gerade schon gesagt, geht es gleich ein bisschen größer. Aber die Schleie ist da. Stopp, Futtermische runter. Und dementsprechend ziehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen durch. Ja, tatsächlich. Also nach ein bisschen Anfüttern und nach ein bisschen Anfütterphase sozusagen geht es tatsächlich auch nochmal deutlich besser los. Schön hier ein Brocken nach dem anderen und tatsächlich auch jede Menge von den Schleien. Also es sieht richtig gut aus hier für die Schleie. Das ist natürlich dann ideal, um dann mit Glück auch nochmal die Kwolsdorfski-Schleie mit dabei haben zu können. Also auf jeden Fall ausnutzen. Der Shady hat geschrieben, er hatte seine Kwolsdorfski in der Nacht. Vielleicht ballert sie ja auch dann nochmal in der Nacht rein oder Abendstunden, Morgenstundenmäßig. Vielleicht hat sie da nochmal ein bisschen mehr Bock. Also es sieht gut aus. Kann man mal eben machen. Was war ich jetzt hier? 15 Minuten, 17 Minuten. Ja, 74 Silber. Es ist bisher noch nichts Besonderes mit drinne. Aber die Frequenz ist einfach da und das ist das, was ich gerade gesucht habe. Einfach eine Stelle für ein bisschen Spaß, einfach ein bisschen was rausziehen und mit Glück ballert halt auch noch was Gutes rein. So viel dazu, es geht jetzt ab in die Nacht, dauert halt jetzt noch ein bisschen, bis was Besonderes reingeht. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal nachher
live im Stream. Bis dahin, 19 Uhr geht's los, Petri Lümmels.